Guten Morgen! Wir sind jetzt hier, oder ich bin hier bei der Nathalie und ich bin quasi jetzt auf der dritten Station meiner Reise durch die Zuschauer, durch die deutschen Lande. Und Nathalie hat mich bei sich eingeladen und sie kannte mich gar nicht. Sie hat einfach nur mein bedürftiges Posting gesehen, so wie sie das interpretiert hat, dass ich halt eine Unterkunft suche oder so, hat sie das interpretiert, ne? Ja. Genau. Ich dachte, du brauchst halt ein Zuhause. Genau, ich brauche ein Zuhause. Und ja, und dann bin ich bei Nathalie gelandet und ja, habe mich sofort total geborgen gefühlt. Ich habe mich auf Instagram verfolgt und auf Facebook, da wird es ja schon das Foto gesehen haben. Ja, es war einfach von Anfang an ein sehr schönes Gefühl bei dir und ja, da will ich an der Stelle einmal schon mal Danke sagen, auch öffentlich mal Danke sagen. Und ja, und dann haben wir uns unterhalten und dann hast du ja mir etwas geteilt, was sehr viele Menschen derzeit, wo ich den Eindruck habe, in unserer Gesellschaft, die das auch durchmachen, so eine Art Transformation von ja, dem, wie man aufgewachsen ist und wo man noch nicht so viel Wahlmöglichkeit hatte, weil halt auch die Eltern eine sehr dominante Rolle spielen, auch das Umfeld, auch vielleicht die Schule, dann zu seinem selbstbestimmten Leben. Und da habe ich gedacht, und ich finde das einfach viel schöner, als wenn ich euch jeden Tag immer aus meinem Leben berichte und meine Gedanken, einfach auch öfter andere Menschen zu Wort kommen zu lassen und ja, da gemeinsam zu unterhalten uns und dass ihr dann einfach Teil da dabei seid. Und ja, und wo würdest du sagen, ist die innerhalb dieser Transformation, die du, wenn du das in einem Satz beschreiben müsstest, was ist die Transformation? Von welchem Zustand zu welchem Zustand? Eine sehr gute Frage. In einem Satz. In einem Satz. In einem Satz. Da würde ich sagen, so wie du das gerade meintest, von vielleicht einem nicht ganz selbstbestimmten Leben zu einem selbstbestimmten Leben. Also von einem sehr verkopften Leben zu einem, ich höre jetzt mehr auf das, was meine innere Stimme, mein Herz mir sagt. Genau, also da, so die Transformation. Was denkst du, warum du früher nicht auf dein Herz gehört hast? Warum ist das jetzt so ein Punkt, wo du sagst, ich höre jetzt auf mein Herz? Das Herz war ja schon immer da. Was hat das überlagert? Oder wo siehst du die Gefahr? Sicherlich auch bei oder hast du es bei dir selber erfahren? Was hat er überlagert, wo vielleicht der ein oder andere sich wiederentdeckt und sagt, denkt dann, okay, das ist vielleicht gar nicht mein Leben, das ist eine Überlagerung. Das ist, glaube ich, einfach ganz oft dieses Außending. Ne? Wir wollen ja etwas sein für andere, weil wir akzeptiert werden wollen, angenommen werden wollen, Angst haben, nicht geliebt zu werden für das, was wir letzten Endes sind. Und so lernen wir praktisch, oder ich habe so gelernt, dass es falsch war, so zu sein, wie ich war. Also so, sage ich mal, mein Kern war falsch oder zumindest so vom Gefühl her. Und so hat man sich für das Außen verändert oder hat man einfach gelernt, so zu funktionieren, dass man akzeptiert wird. Aber letzten Endes ist das etwas, ja, was einen einfach innerlich einfach kaputt macht, unruhig macht, weil man irgendwo weiß, dass das nicht die Wahrheit ist oder seine eigene Wahrheit ist, weil man unterdrückt ja das eigene Sein einfach nur total. Und und das wurde halt immer heftiger. Und irgendwann kann man da, glaube ich, gar nicht mehr, weil es war so viel Druck, den man innerlich gespürt hat, dass man sich dann irgendwann denkt, nee, irgendwas muss ich jetzt ändern. Ja. Und oft ist es ja dann auch so, das war bei mir zumindest der Fall, dass es sich dann auch gesundheitlich ausgewirkt hat. Und spätestens da wachen ja viele gerne dann mal auf und fangen dann an zu überlegen und zu reflektieren, okay, was ist jetzt falsch gelaufen, warum ist es falsch gelaufen, wie kann ich es ändern? Genau, und bei mir war ja auch ein wichtiger Schritt, nicht nur das Gesundheitliche, sondern auch zum Beispiel die Geburt meiner Tochter, beziehungsweise die Schwangerschaft und all das. Das hat natürlich auch was gemacht, ne, wenn man den Sinn des Lebens nicht so ganz greifen kann, dass man ja ein Leben geschenkt bekommt, ein anderes, und dann plötzlich sieht, okay, da ist noch was, wofür es sich vielleicht irgendwie noch lohnt. Mhm. Ja, so würde ich das sagen. Also einerseits eigentlich zwei Aspekte. Einerseits das Leid als Antrieb durch gesundheitliche Probleme und andererseits eben so quasi das Gegenteil, die Freude oder die Verantwortung. Hast du Verantwortung gespürt oder war es eher die Freude, was zu genießen? Ich glaube, damals war das noch nicht so, dieses Verantwortungsgefühl.
War es eher die Freude? Da war es tatsächlich eher die Freude auf das Leben. Mhm. Mhm. Doch, dass da etwas ist, was in mir schlägt, ein anderes Herz, ein kleiner Schluck auf, den du im Bauch hast. das hat was mit mir gemacht. Mhm. Also weniger dieses Verantwortungsgefühl, das bekommt man, glaube ich, erst, wenn das Kind dann wirklich da ist. Ja. da fängt das dann so langsam an, dass du dir denkst, okay, krass, da ist vielleicht etwas, wo ich doch ein bisschen mehr investieren sollte. Mhm. Genau. Nee, da war eher tatsächlich wirklich mehr Freude als alles andere. Aber das ist schön zu sehen, dass es tatsächlich nicht nur über das Leid geht, über leidvolle Erfahrungen, was oft mit dabei enthalten ist, sondern auch über Freude. Also tatsächlich bietet das Leben wahrscheinlich mannigfaltige Möglichkeiten, um sich zu ändern. Man kann halt die für ihn sich gerade darbietende dann rauswählen. Mhm. Also ihr müsst nicht auf das Leid warten oder auf die schlimme Erfahrung, um euch zu ändern, sondern es kann manchmal auch tatsächlich ein freudiger Moment sein. Ja. Auch ein Mensch, ich kann mir vorstellen, gerade wenn ihr jetzt in eine Beziehung gehst mit jemandem, wo man total die tiefe Liebe spürt, dass das auch ein totaler Life-Changer sein kann. Also ist ja auch eine freudige Sache, das muss ja nur nicht ein Kind sein. Ich spreche da gerade die Männer an, die wahrscheinlich dann nicht unbedingt dieses Gefühl, ein Kind in sich zu tragen, da ja, jemals haben werden. Aber es ist, glaube ich, auch in jeder Beziehung. Ne? Also du führst ja zu jedem Menschen, dem du begegnest, irgendwie eine Art Beziehung und alles ändert dich irgendwo in irgendeiner Form, glaube ich. Natürlich ist es intensiver, wenn du mit einem Partner und das länger machst. Mhm. Mir fällt gerade ein und ich glaube, das möchte ich gerade teilen, weil wir vom Leid und von der Freude gesprochen haben und ich hatte eine schmerzfreie Geburt und ich würde da gerne einfach ganz kurz erwähnen, dass viele das ja wirklich, Geburt, Schmerz und diesen Fokus darauf setzen und ich glaube, dass dann damit auch tatsächlich anziehen. Ich will jetzt nicht sagen, ihr seid jetzt selber dran schuld, aber es ist so, dass das auch nochmal was mit mir gemacht hat, dass es so ein freudiges Ereignis ist, was man aber eigentlich immer mit Schmerz verknüpft hat, es mir aber nicht geschehen ist und ich dadurch auch, also ich war so ein bisschen anti eingestellt vorher und dann ist das passiert und ich wollte auch gar nicht so viele Kinder und jetzt denke ich mir, ich könnte 10 Stück haben, ich könnte 10 Geburten haben, weil das so wunderschön war, einfach an sich und das würde ich gerne einfach mitgeben gerade so, dass man den Fokus auf die Freude in dem Fall vielleicht mehr setzt, als einfach immer nur zu denken, das tut jetzt weh. Aber in dem Moment, du hast ja gerade gesagt, in dem Moment, wo du bist nicht davon ausgegangen, dass es schmerzfrei ist, sondern du hast ja vorher das gehört und trotzdem ist es schmerzfrei gewesen. Das heißt, ja, ich habe es gehört, aber trotzdem mich mehr darauf fokussiert, was mich erwartet. Und viele erwarten ja trotzdem nicht. Ich habe damit gerechnet, dass es weh tut, aber trotzdem war ich eher mit dem Kopf oder mit dem Herz, was auch immer, eher bei dem, weil ich war so gespannt darauf, dieses Wesen zu sehen, so live, dass ich alles andere drumherum, ich würde sogar behaupten wollen, da war Schmerz, aber den nimmt man dann nicht so wahr. Und da kann man sich auch immer drauf fokussieren, was möchte ich jetzt eigentlich gerade. Also Fokus auf die Dinge, die man möchte und dies, also die Geburt oder das, was interessant ist oder in irgendeiner Weise nicht auf das Negative fokussieren. Absolut. Ja, das ist ohne Frage also eine Überzeugung, die ich absolut auch teile, weil letztlich ist alles in uns und weil ich mein Depressionsvideo gesehen hat oder eines der Depressionsvideos, die ist ja generell auch die Überzeugung innerhalb der Psychotherapie, dass Depression einfach ein großer Auslöser ist, einfach Fokussierung auf die negativen Dinge. Mhm. Und und entsprechend ist Fokussierung, Defokussierung auch eine wunderbare Meditationsübung. Das heißt, wenn ihr einfach mal so ganz bewusst für ein paar Minuten auf die Straße geht und auf all die Dinge fokussiert, die wunderschön sind, und dann von mir aus auch fokussiert auf die Dinge, die nicht so schön sind. Aber da immer so damit spielt, mit diesem Fokus, das mal fokussieren und das, oder jetzt fokussiere ich auf alle hellen Dinge, jetzt fokussiere ich auf alle dunklen Dinge, jetzt fokussiere ich nur auf die Geräusche, mach die Augen zu und fokussiere nur auf die Geräusche, defokussiere wieder. Und so erkennt man dann, weil man ja selber dann in gewisser Art und Weise fühlt bei gewissen Dingen, ja, wie leicht man eigentlich beeinflussbar ist durch ganz simple Übungen. Und das ist halt eine wunderbare Meditationstechnik und im realen Leben natürlich aber auch nicht zu vernachlässigen. Magst du teilen, was gesundheitlich bei dir schiefgelaufen ist, beziehungsweise warum? Weil du hast von gesundheitlichem Leid geredet, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das teilt und der da vielleicht Hoffnung schöpfen kann. Was hast du denn gehabt? Also, ich habe... Wenn du es teilen möchtest, dann.
Ja, ich habe überlegt, ob ich zu dem davor noch was sage, mit dem Fokus. Mhm. Dass es ja auch nur einfach die Wertung ist, ne? Dass etwas positiv, etwas negativ ist. Du kannst letzten Endes auch rausgehen und behaupten, ja, dass es einfach alles schön ist, selbst das Hässliche. Ja. Und umso mehr du das ja auch machst, und das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, ne? diese ganzen Straßen, die man dann so baut und diese ganzen Synapsen und was weiß ich, ich kenne mich damit gar nicht so krass aus, aber es ist einfach dieses, was du halt öfter denkst, ne? Das asphaltiert sich sozusagen, diese Straße. Und wenn du dann neue Wege gehst und dann eher mehr diesen Weg gehst und das immer mehr machst, dann festigt sich halt das. Das heißt, wenn du dann eher, wie gesagt, den Fokus darauf setzt, das so ganz automatisch und das täglich einfach übst und einfach mit integrierst, was mir einfach sehr geholfen hat, wandelt sich das eher automatisch. Deshalb ist es ja auch so kraftvoll, weiß ich nicht, mit diesen Vision Boards, mit dem Mindset, ne, da wirklich hinter zu sein und da wirklich mit zu arbeiten. Weil man hört das immer wieder und das hört man eigentlich in jedem Video schon fast und jeder Mensch sagt das, aber das Wichtige ist es Tatsache auch wieder das Tun, aber wenn man das wirklich anfängt, dann merkt man auch relativ zügig Tatsache auch da schon eine Transformation, also zumindest war das bei mir so, dass ich da auch angefangen hatte mit einem Mindset zu arbeiten und ich hatte mir das vielleicht nur zwei Monate durchgelesen und es hat sich echt gefühlt, ich würde sagen 70% davon einfach mal bewahrheitet und okay. Ich so dachte, hä? Okay, das funktioniert tatsächlich. Genau, also einfach nur so am Rand. Okay. Das ist so eine kleine Notiz. Und zu dem Gesundheitlichen. Ja, also seit dem Säuglingsalter habe ich Neurodermitis. Okay. Und ich hatte auch Schuppenflechte, also so auf dem Kopf. Und also ich hatte immer so ein Hautproblem. Okay. Eine Hautherausforderung. Ja. Hast du mein Video gesehen vor einer Woche? Klare Haut, der War Spirit Hautklarheits-Smoothie. Achso, du kennst mich ja nicht. Ja, also ich bin YouTuber und ich habe vor einer Woche ein Video rausgebracht. War Spirit Hautklarheits-Smoothie. Da habe ich alle, also ausgehend der Inhaltsstoffe, die besonders für die Haut wichtig sind, die besten Lebensmittel rausgesucht und da einen Smoothie kreiert. Das ist der Hautklarheits-Smoothie. Der War Spirit Hautklarheits-Smoothie. Und dann gibt es noch den War Spirit Power-Smoothie. Da ist dann, wenn du irgendwann niedergeschlagen bist, gibt es auch einen Smoothie dafür. Es gibt für alles einen Smoothie auf meinem Kanal. Also unbedingt mal auschecken, warspirit.de. Ja, check den mal echt aus. Okay, also Entschuldigung, ich wollte mich da in deine Krankheitsgeschichte jetzt nicht mit meinem Marketing da einbinden. Neurodermitis, ja. Also ich werde jetzt anfangen, auf jeden Fall deine Videos zu gucken. Ich hole meine Abonnenten persönlich ab. Ich fahre durch Deutschland und sorge dafür, dass sie persönlich abonniert werden. Du kennst mich nicht. Okay. Ja, aber ist doch auch mal eine geile Sache, oder? Ja, natürlich. Wenn mich sonst keiner abonniert, dann muss ich zu den Leuten Klingel putzen und sagen, hier. Ich kenne tatsächlich niemanden, der das auf diese Art und Weise macht. Und das wäre doch echt mal so voll geil. Du machst so voll Werbung, hey, wenn wir mich kennenlernen. Und wenn du mich kennenlernst, dann wirst du zu neuen Abonnenten. Das stimmt, ja. Eine Win-Win-Situation. Ja, auf jeden Fall. Mein Auto ist ja noch gar nicht beklebt mit warspirit.de oder One Year of Love Tour oder irgendwas. Steht da nur irgendwie Hippie-Mobil drauf. Okay. Ja, Hippie-Mobil. Da musst du es mal ändern. Musst du dich selber vermarkten, ja. Fängt jetzt an. Wir kommen ins Tun. Okay, mal schauen. Oder ihr teilt das Video einfach, da kann ich mir die Arbeit sparen. So, weiter. Neurodermitis. Schlimme Sache. Neurodermitis, geht so. Also, so rückblickend würde ich behaupten wollen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das hatte oder habe. Also, man sagt ja, das ist unheilbar. Und ich habe hier und da vielleicht noch eine Stelle. Und ja. Mein Weg war vielleicht hier und da schon leidvoll, wenn du so möchtest. Und ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, ernährungstechnisch, gedankentechnisch, umfeldtechnisch. Und mittlerweile würde ich sagen, dass das, was mir am meisten geholfen hat, nicht nur die Ernährung oder eine Darmspülung oder wie gesagt all diese ganzen anderen Geschichten sind, sondern tatsächlich zu gucken, was meine Wahrheit ist und dass ich die mehr lebe und dass ich Dinge vor allem loslasse, weil man spricht ja auch immer so gerne vom Loslassen und keiner weiß so richtig, was bedeutet denn jetzt eigentlich Loslassen, und das bedeutet für mich einfach nur wirklich tatsächlich alles loszulassen, was du für dich gelernt hast, um wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, so schließt sich der Kreis, um zu sein für Leute, also um etwas zu sein für andere Menschen, musst du einfach verlernen, das alles zu sein, weil dann bist du wieder letztendlich du, dein Kern. Und wenn dieser Kern zum Vorschein kommt, dann verschwindet auch das mit der Haut vom Gefühl her. Weil seitdem ich damit angefangen habe, Dinge loszulassen, fangen wir mal ganz simpel an. Ich habe meine Haare wegrasiert. Weil, warum? Jetzt nicht, weil ich irgendwie irgendeinen Glauben hatte oder weil ich Nazi geworden bin. Ich mag das immer so gerne, diesen Vergleich. Oder weil... Okay, ich sehe nicht so aus. Yeah. Oder weil...
Ja, weil ich irgendwie Britney Spears nachahme oder was weiß ich was, sondern das war Tatsache einfach, weil meine Haut so unglaublich schlimm da oben auf dem Kopf war. Mhm. Ne, Schuppen vielleicht nur noch irgendwie, es hat ständig gejuckt. Mein Fokus war die ganze Zeit, der Fokus war auf meinem Kopf, im Kopf, am Kopf. Und ich fühlte mich die ganze Zeit beobachtet und ich liebe, vergöttere langes Haar. Also ich mag auch Menschen mit kurzen Haaren, aber ich an mir liebe lange Haare. Und das war aber für mich so der erste Schnittschritt, da zu gucken, also und da ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist es. Boah, jetzt habe ich es. Das ist die Ehrlichkeit zu sich selber, diese Klarheit zu haben und wirklich in sich hineinzuhorchen und zu sagen, okay, was tut mir jetzt wirklich gerade gut? Und meine Haare haben mir einfach in dem Fall nicht mehr gut getan. Mhm. Mein Fokus war wirklich monatelang bei meinen Haaren, voll kaputt, voll gesplisst, voll fettig, voll eklig, voll überall Schuppen, du hast es nicht mehr rausgekriegt, diese ganzen Krümel. Und dich haben die Leute beobachtet, wahrscheinlich nicht, weil ich mich, ne, man sieht sich ja immer selber schlimmer, aber ich sah wirklich tatsächlich schlimmer aus. Du hast ja Bilder gestern gesehen, Videos gesehen, ich sah 10 Jahre älter aus. So. Wobei, dass ich dich nicht an den Haaren festgemacht hätte, sondern irgendwie an der Energie, die du ausgestrahlt hast. Irgendwie. Also ich hätte das vielleicht auch, aber ich habe nicht explizit deine Haare als Negatives wahrgenommen. Das sind nicht nur die Haare, sondern es war auch die Haut. Ne? Also ich sah einfach älter auch aus, auch energetisch. Ja. Mhm. Alles war einfach alt. Und es war etwas Altes, was ich gehen lassen musste, wie zum Beispiel meine Haare. Und da, das war so ein mächtiger Schritt tatsächlich, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen krassen Cut da rein, die kommen weg, weil dann war der Fokus da einfach nicht mehr drauf. Und es war einfach so erleichternd. Es war so ein richtiger, heftiger Befreiungsschlag wirklich. Und dann fingen so viele Kleinigkeiten an. Dann habe ich mit meinem damaligen Partner noch Schluss gemacht. Ne? Also so ganz viele Dinge, wo ich wirklich ehrlich zu mir war. Es hat wehgetan, so ehrlich zu sein. Wirklich wehgetan. Es war sehr, sehr heftig für mich, ne? Von all den Dingen loszulassen, an denen ich so festgehalten habe. Aber letztlich, was das mit einem macht, wenn man diesen ganzen Ballast tatsächlich los wird, immer mehr. Also das seht ihr jetzt ja alle gerade gar nicht, aber hier ist die ganze Butze gerade voll mit ganz viel Kartons, weil ich da auch wegschaffen will. Und das hilft in allen Bereichen, wenn du innerlich anfängst aufzuräumen, ne, rein gedanklich und da mal reinguckst, okay, was tut mir wirklich gut? Und dann fängst du so langsam an. Und dann geht es natürlich auch ins Außen, was im Inneren also anfängt. Und dann fängst du auch automatisch an, Dinge richtiger zu machen. Und zum Beispiel auch Thema Ernährung. Ne? Ich hatte eine Rohkostphase, bin erstmal von vegetarisch auf vegan, dann auf Rohkost. Alles hatte ich mal irgendwie so durch und bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir auch, so wie du dir das ja auch erlaubst, es darf alles sein, ne? ohne Druck, ohne irgendwelche Dogmen, wo man sich so dran festhält. Weil umso mehr du festhältst, ich habe so richtig gemerkt, unter was für einem Stress, unter was für einem Druck ich war. Und umso schlimmer wurde auch die Haut, ne? Weil du bist so richtig so, boah, das macht dich richtig nervös und du kratzt dich. Es ist alles. Und dann lässt du davon los und sagst, es ist alles erlaubt und du machst automatisch irgendwie Besseres für dich. Und das passiert so Schritt für Schritt, weil ich ja auch immer so ein extremer Mensch war. Immer von einem Extrem ins andere Extrem. Entweder voll Alkohol und bis zum Kotzen oder halt, nee, jetzt bin ich total enthaltsam. Voll dies, voll das und immer auf und ab. Und da die Balance zu finden, ist halt so unglaublich wichtig. Und auch nicht so streng wirklich mit sich zu sein. Ne? Wirklich liebevoll mit sich zu sein. Ich sage zwar immer ganz oft so, sei dein bester Freund. Und das hört man auch immer wieder. Aber vielleicht sei einfach nur erstmal ein Freund. Und nicht schon wieder dieses, sei dein bester Freund. Sondern versuch mal einfach liebevoller und freudvoller mit dir selbst umzugehen und zu gucken, was brauche ich wirklich. Und du würdest niemals, niemals so respektlos mit Freunden reden, wie du teilweise mit dir sprichst und umgehst. Und wenn du da erstmal hinterkommst und das einfach tagtäglich übst, also das war so meins, dann wird das halt immer schöner. Genauso wie auch mehr und mehr in so eine Ruhe einzukehren. Ne? Also eins meiner wichtigsten Tools auch, für mich persönlich war Meditation tatsächlich. Und damit meine ich nicht, du musst jetzt krass in irgendeine heftige Haltung gehen und voll in die Stille. Es gibt ja die verschiedensten Sachen. Ne? Ich mache da auch total nach Gefühl, mal angeleitet, mal mit Musik, mal in der Stille. Aber einfach wirklich wegzukommen von dem, was du dir halt immer wieder, was sich da immer wieder dreht und dreht. Und dass du davon mal wegkommst und irgendwann, natürlich mit der Zeit, nicht sofort, merkst du einfach, okay, es sind einfach nur noch Gedanken und die verlieren auch an Kraft immer mehr und immer mehr hörst du dann hierhin, so deiner Stimme von innen heraus zu und fängst dann an, wirklich automatisch das zu tun, was dir gut tut und ja, da tatsächlich fängst du an, auch da immer mehr loszulassen von dem, was du geglaubt hast zu sein. So.
Ne? Geduld. Geduld und Demut. Zwei ganz wichtige Sachen, um seine Persönlichkeit wirklich zu entwickeln. Weil das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen, dass wir oftmals unseren Herzen nicht mehr folgen oder beziehungsweise uns entfremdet haben von uns, das Leben der anderen leben, anstatt das Leben des eigenen. Und genauso dauert das natürlich auch einige Zeit, bis man dann wieder an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, ich glaube, das bin ich. Ja, wunderschön. Also und die Neurodermitis, um das dann abzuschließen, ist jetzt, wie gesagt, komplett weg, wie du sagst. Und ja, und damit eine unheilbare Krankheit dann doch irgendwie geheilt. Ja. Könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Wie gesagt, man könnte jetzt ganz streng sagen, ich bin immer noch krank, ne, und habe hier und da meine Stellen, aber es war noch nie gefühlt so gut. Mhm. Ja. Weil ich mich innerlich tatsächlich sehr, sehr gut fühle. Und wie gesagt, ja, diese Schritte sehr, sehr geholfen haben. Und auch nochmal, diesen Punkt kann ich nur bestärken, nochmal wirklich diese Geduld mitzubringen. Mhm. Ich habe mal bei meinem Arzt so ein wunderschönes, bei meinem Homöopathen, bei dem habe ich mal etwas gelesen und das fand ich so schön. Geduld bringt Rosen. Wo ich so denke, jedes Mal, wenn ich da bin, ja, Mann, Geduld bringt Rosen. Rosen, ich liebe Rosen. Also ich liebe Blumen so grundsätzlich. Wer nicht? Ich kenne keinen, der sagt, ich hasse Blumen, aber auf jeden Fall war das so, ja, Geduld bringt Rosen. Ne? Genauso wie diese Sprüche immer mit dem, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und das immer wieder sich zu sagen, ja, wenn du da einfach reingehst und immer wieder dir sagst, ich forme heute ja das, was morgen ist, dann wirst du da auch irgendwie, ich weiß nicht, also das hat mich irgendwie positiver auch da gestimmt und irgendwie auch mehr motiviert. Und kann das auch jedem ans Herz nochmal legen, wirklich da mehr, wirklich diese Ruhe reinzubringen und zu sagen, ja, das und auch wirklich daran darf man, glaube ich, echt festhalten, an ein schöneres Morgen, was man sich aufbaut, damit einfach, beziehungsweise auch zu akzeptieren, dass es jetzt halt einfach so ist, wie es ist und dass man aber trotzdem jederzeit was ändern kann an allem, an jeder Situation und dass du da nicht festgefahren sein musst. Das ist ja auch wieder nur ein Gedanke, dass ich nichts ändern kann oder dass ich was ändern kann. Ne? Alles, was du ja glaubst, ist letzten Endes die Wahrheit. Es ist egal, was du glaubst, es ist deine Wahrheit. Und du bist da ja der Kreator, der, wie heißt das? Das heißt nicht der Kreator, der Erschaffer. Der Erschaffer deines Lebens. Ja. Wenn es um Rosen geht, dann habe ich noch was hier an alten Kamellen sozusagen zum Besten zu geben. Wenn das Brot, das wir teilen, zur Rose blüht. Also das ist ein Lied aus dem katholischen Glauben, wo es darum geht, um Rosen zum Blühen zu bringen, so wie die Geduld halt wichtig ist, um Rosen zum Blühen zu bringen, kann man Rosen auch zum Blühen bringen, wenn man etwas teilt, sein Brot teilt zum Beispiel. Und das möchte ich auch mit auf den Weg geben, weil es explizit für mein Leben der größere Changer war. Einige Menschen leben ja schon sehr und lassen sich auch ausnutzen und sind eher so in dieser Richtung. Und für dieses wichtig, zum Beispiel Grenzen zu setzen oder sich selber mehr wert zu schätzen. Ich komme eher aus der anderen Richtung. Ich habe mich selber schon sehr, sehr wertgeschätzt und habe aber zu der anderen gar nicht einen Blick gehabt. Und jetzt, ja, also die Rosen kann man auch zum Blühen bringen, wenn man anfängt zu teilen und so ein bisschen sich vielleicht nicht mehr ganz so wichtig nimmt. Also wenn wir schon beim Rosenthema sind und wie man sie zum Blühen bringt. Ja, aber auch da, glaube ich, braucht man so seine Mitte. Ne? Du hast ja das eine erlebt und ich ja eher das andere vielleicht. So könnte man das ja sagen, weil ich ja jemand war, der hat auch immer sehr viel und manchmal zu viel sage ich mal, gegeben und dann auch irgendwie nicht realisiert, dass ich mir selber dadurch gar nichts mehr gegeben habe. Mhm. Ne? Also ich habe dann einfach durch Kindheitsgeschichte einfach so gelernt, okay, wie muss ich funktionieren, wie gesagt, um auch da wieder drauf zurückzukommen, wie muss ich funktionieren, damit ich akzeptiert werde, geliebt werde, gesehen werde. Und dadurch hat man ja verlernt oder nie gelernt vielleicht auch, zu schauen, was man selber braucht. Und da hatten wir auch gestern dieses mit der Atemmaske, ne, im Flugzeug, dass wenn die runterfällt und du zuerst dem anderen die gibst, dass der dann zwar weiterkommt, aber du dann halt nicht und du umfällst und du niemandem mehr helfen kannst. Und das auch zu lernen, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch bei Haut und überhaupt bei Gesundheit, gesunde Grenzen setzen. Mhm. Und viele denken bei Grenzen immer so negativ, aber erstens, Grenzen gibt es ja, wenn du so willst, auch nur im Kopf, aber eine liebevolle Grenze für dich selber zu setzen und zu sagen, okay, auch da wieder ehrlich zu sein, tut mir das gerade gut, tut mir das gerade nicht gut. Und da wirklich ehrlich zu kommunizieren, das tut mir gerade gar nicht gut, was hier gerade geschieht. Ich kann gerade nicht mehr geben. Und da erst nochmal zu gucken. Und wenn du wirklich in deiner Kraft bist, kannst du auch wirklich wieder weitergeben. Mhm. Und natürlich ist es immer schön zu geben, aber wie gesagt, gib dir auch erstmal selber. Und das ist auch gar nicht
Also viele sehen das auch so negativ, sehen das so als egoistisch, aber es ist wichtig, da auch an sich zu denken. Mhm. Und dass man da natürlich auch wieder hier die Mitte irgendwie so für sich findet. Dass es natürlich auch einen Punkt gibt, wo das zu viel dieses, mhm. dass es jetzt meins, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur zu gucken, tut mir das gut. So. Und es ist auch total schön, es tut einem natürlich auch gut zu teilen. Und wenn es darum geht, sich selber zu finden, in seinem Herzen zu folgen und ja, wie du sagst, sich abzustecken und allem diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, das spielt ja auch immer die Rolle, also eine große Rolle, das, was man tut, das, was man kreiert. Und auch da hast du ja für dich einen Kanal gefunden, in dem du Filme produzierst. Also du hast mir ja gestern 2, 3 gezeigt, die qualitativ eine Liga über meinen sind. Ich habe nicht den großen Anspruch, weil ich rede ja meistens nur, bevor wenn die Kamera läuft, guter Ton, gutes Video. Aber du machst ja echt tolle Kurzfilme vor allem. Danke. Und ja, also da, das ist ja auch, glaube ich, so eine wichtige Sache, die, also dass das, was man tut, dass das auch zu dem passt, was man tun möchte und zu einem selber passt und da nicht den Fokus vielleicht zum Beispiel hat auf Karriere oder auf Geld oder ist zwar schön, wenn, und wir alle möchten natürlich auch, dass mit unserer Arbeit auch so viel Geld reinkommt, dass wir mindestens davon leben können. Und wenn mehr ist, womit wir wieder gute Sachen machen können, wunderbar. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie war das bei dir? Hast du ja eigentlich kontinuierlich doch immer in deinem Leben eigentlich gehabt, ne? Oder? Mhm. Oder hast du da... Schon. Mhm. Also ich hatte aber da immer viel Angst tatsächlich, mhm. Weil ich habe es ja nie gelernt. Ne? Mhm. Also ich habe es immer nur leidenschaftlich gemacht, seit der 6. Klasse, glaube ich. Mhm. Hat mich Film einfach unglaublich fasziniert, schon davor. Mhm. Aber da bin ich in die Video-AG gekommen. Dann gab es Theater-AGs, Schauspiel-AGs. Dann habe ich selber mal Unterricht bekommen, selbst Unterricht gegeben, mhm. und all das. Und dann hat sich das so peu à peu ergeben. Mhm. Und ich bin auch immer noch dabei und ich muss davon auch immer noch wegkommen, ne, von diesem verkopften, boah, ich habe aber keinen Zettel, wo das draufsteht, dass ich das kann. Aber es ist schön, dass einem die Leute dann immer wieder sagen, ja. auch aus der Branche, und sagen, Nathalie, bleib mal bitte dran, ne, weil du hast ein Auge dafür und das ist etwas, was weitaus wichtiger ist als einfach nur die Technik, die kannst du immer lernen. Und das kann ich auch nur weitergeben, dass man da auch wirklich das dem folgt, was einem wirklich Freude bereitet und da auch dieses Vertrauen drin hat. Und da bin ich gerade auch dabei, da transformiere ich gerade akut, mhm. wirklich dem mich mehr hinzugeben, was meine Leidenschaft ist oder meine Passion, Leidenschaft klingt ja immer so leidvoll, meine Passion ist und da mehr reinzugehen und zu vertrauen, dass genau das Richtige dann passiert. Ja, und auch nicht mehr zu denken, nur weil ich jetzt keinen Zettel habe, wo das draufsteht, dass ich das kann, dass es dann nicht funktioniert, weil ich berühre offensichtlich Menschen damit oder unterhalte zumindest Menschen damit. Ja. Und ja, dass man da auf jeden Fall mehr und mehr reingeht und auch guckt, wo sind meine Talente, macht mir das Spaß. Und es gibt so viele Menschen, die einfach so gar keinen Spaß an ihrer Arbeit haben und dabei sollte Arbeit etwas Wunderschönes sein, wo wir uns einfach ja reinbegeben möchten und warum dann auch nicht, egal was es ist, damit auch dann Geld zu verdienen, ja, egal was es ist, so einfach es auch sein mag. Mein Kindheitstraum war früher immer Eisverkäuferin zu werden und den ersten Traum habe ich mir auch schon erfüllt. Meine Eltern haben sehr gelacht und ich habe sehr innerlich vor Freude geweint, also weil das so schön war, einfach das zu machen und da auch vielleicht nochmal reinzugehen und zu überlegen, was wollte ich denn mal als Kind werden und das tatsächlich einfach mal zu machen. Selbst wenn es nur Busfahrer ist, voll geiler Job eigentlich, so, ja, fährst du mit dem Bus durch die Gegend oder es ist ja egal. Außer wenn es in Berlin ist, also der Stress, das ist Wahnsinn hier in dieser Stadt, wollte ich aber nicht. Ja, aber wenn du energetisch da so gut drauf bist und voll Bock auf Busfahren hast, ich bin energetisch sehr gut drauf, aber der Stress ist hier, also in Berlin, ne. Ja, aber wer weiß, was jemand anderes, nicht unbedingt du dann in dem Fall, aber jemand anderes als Busfahrer den Menschen geben kann, ne, mit so einer Freude, also ich habe das schon gehabt im Eisladen, da sind Leute wirklich mit so einem Gesicht gekommen und ich war aber so glücklich, die konnten dann gar nicht mehr anders, nicht wegen dem Eis, weil ich dachte mir so, Eis macht doch immer glücklich, aber alleine, weil ich, glaube ich, so wie ich war, einfach nur, ne? Und das kann ein Busfahrer genauso gut wie auch ein Müllmann oder meinetwegen auch ein Büromensch. Es ist ja völlig Wurst, wo du da bist, solange du halt einfach wirklich Spaß dran hast. Ja. Und das ist das Wichtige. Und ihr braucht keinen Zettel. Die Message möchte ich einfach nochmal ganz deutlich hier in den Raum geben. Also ich habe ja auch einen Zettel, das BWL-Diplom. Und mit diesem Zettel habe ich eigentlich das, was ich gemacht habe mit diesem Zettel, sind die Sachen, die mich nicht glücklich gemacht haben. Und die Sachen, die mich wirklich glücklich und erfüllt haben, das waren alle Sachen, wo ich hätte
keinen Zettel gebraucht. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ihr solltet aufhören, ihr solltet eure Schule schmeißen und nicht studieren, keine Ausbildung machen. Es gibt ja Sachen, die machen einen Spaß und da lernt man was. Aber nicht darauf fokussieren, dass ihr das unbedingt braucht. Aus meiner Sicht. Ja. Ja, es ist reichlich wenig, glaube ich, was man im Leben braucht, um glücklich zu sein. Oh. Ja, das ist ja das, wovon man auch wirklich loslassen sollte. Ne? Dieses, egal was du erreichen willst, frag dich immer, warum möchtest du das überhaupt erreichen? Reicht das nicht, wie du bist? Und guck einfach wirklich, wirklich, ich kann es immer nur mal betonen, sei ehrlich zu dir. Sei wirklich mal brutal ehrlich und hinterfrag mal alles in deinem Leben und guck mal wirklich, tut mir das gut, was ich da gerade mache? Warum mache ich das? Weil ganz oft habe ich das erlebt im Leben und auch viele andere. Du bist bei irgendeiner Tätigkeit, du bist auf einer Party, du bist unter Menschen, du bist egal wo du bist und dann fühlst du dich total kacke. Mhm. Ne? Du fühlst dich richtig leer. Oder fliegst nach Bali meinetwegen, was ja ganz viele machen, um sich dann selber zu finden und du fühlst dich aber nicht gut oder du kommst zurück und fühlst dich dann nicht gut und dann kannst du dich immer wieder fragen, was ist es denn? Was fehlt denn? Und letzten Endes es ist ja immer, sagt man ja, alles da, aber das zu erkennen, dass letztlich alles da ist und dass du nichts zu tun hast, sondern dass du einfach nur sein darfst, dass du da immer mehr reingehst und dem wirklich, wirklich immer mehr Vertrauen schenkst, weil es sich dann ergeben würde. Und damit sage ich jetzt nicht, sei faul und tu nichts, sondern wirklich, geh mal rein und frag mal, was dir Freude bereitet. Und wenn du das nicht weißt, dann find es heraus, indem du einfach Dinge wirklich machst für dich und geh auch nochmal da rein in diese Momente, wo du diese Freude empfunden hast und gucke einfach mal, okay, warum macht mir das jetzt so Freude? Weiß ich nicht. Mit Menschen zusammen zu sein, wahrscheinlich, weil wir soziale Wesen sind, ganz automatisch, aber dass du dann sowas mehr förderst, da einfach mehr reinzugehen und zu sagen, okay, wo kann ich etwas vielleicht verknüpfen mit einem Talent, was ich habe und mit Menschen? Ja, weiß ich nicht, dann in Richtung Sozialarbeit oder sowas oder Kindergärtner, wenn du Kinder magst. Das kann auch was komplett anderes sein. Du beschützt gerne Leute und schießt gerne mit Waffen Polizisten ein, aber also dass man, ich glaube, man weiß jetzt, worauf ich hinaus will. Also bitte schieß nicht mit Waffen, oh Gott, nein, was sage ich hier? Nicht mit Waffen. Oder schieß mit Waffen, aber dann halt eben mit irgendwas Papierkügelchen oder sowas. Keine Ahnung. Aber wenn ihr noch wissen wollt, was sie gerne macht, ob sie gerne mit Waffen schießt oder sonst irgendwas, dann schaut auf ihren YouTube-Kanal vorbei. Das ist natürlich, ja, wie gesagt, hochqualitative Filmchen und einmal im Jahr oder einmal Dings, aber da überlegst du vielleicht eventuell, wenn du dir dafür Zeit nimmst, dass da vielleicht häufiger was kommen könnte. Ja, das ist auf jeden Fall in Planung. Und da wird auf jeden Fall jetzt mehr sein, denke ich. Also das motiviert mich zum einen jetzt auch noch. Nee, aber auch so, es ist ja, das hatte ich dir gestern so ein bisschen gezeigt, ne? Da ist so auch ein kleines transformatives Video gerade in Produktion, dass man auch nochmal sieht, was ist da mit mir passiert. Und davon möchte ich auch tatsächlich immer mehr und mehr teilen, weil man da ja auch irgendwie in den Popo getreten wird, so von wegen, teil doch mal dein Leben. Ja, ja, und mehr. Von Herz zu Herz teilen bringt halt einfach mehr, als gesagt wird, das ist richtig, also anonym, sondern dass man halt wirklich sagt, ich habe das erlebt, für mich ist das und dass der andere quasi davon etwas nehmen kann und dass man nicht mit so einer Allgemeingültigkeitsklage kommt und sagt, so, man, Leid ist wichtig, sondern nein, ich habe Leid erlebt und für mich war es wichtig und das hilft viel mehr. Und da möchte ich ein kleines Dankeschön mal auch an die liebe Cynthia, von der ich vorgestern war, die mich darauf nochmal explizit aufmerksam gemacht hat, dass ich häufig auch in dieser Mannform rede, obwohl es eigentlich um mich selber geht und dass, wenn man Menschen erreichen möchte, es viel, viel wichtiger ist, von sich selber zu reden und nicht immer so dieses Allgemeingültige zu formulieren. Und ja, das an der Stelle sei noch mal gesagt. Und das ist auch das Schöne an dieser Reise. Es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie hier die Weisheit verteile, sondern man befruchtet sich immer gegenseitig. Wenn wir uns sehen, ich habe so ein kleines Notizbuch, wo ich bei jeder Person, wo ich bin, ich hinschreibe, was habe ich von dieser Person gelernt. So, wirklich? Ja, habe ich gemacht. Und so kann ich das dann halt, also ja, für mich persönlich, ja, also sehe selber, dass das halt immer ein Austausch ist. Und es gibt immer eine Sache, wo derjenige, mit dem du jetzt gerade konfrontiert bist, der jetzt bei dir ist, der kann eine Sache, mindestens eine Sache besser als du. Und es liegt an dir, das herauszufinden und davon zu lernen. Und das ist halt das Schöne und das ist auch auf dieser Reise genau das, was ich immer, immer wieder merke und ja, was total, total schön ist. Gut, Nathalie, dann ja, bedanke ich mich von ganzem Herzen ja, für die schöne Zeit und auch für das Video, für das Teilen. Hoffe, dass es die Menschen erreicht. Wenn ihr Fragen habt, noch an Nathalie, könnt ihr entweder auf ihren YouTube-Kanal gehen oder direkt drunter ja, schreiben. Ich werde Nathalie dann auch den Link schicken, wenn ich das veröffentliche. Wird bald sein. Und ja,
Ja, danke auch. Gut. Ja. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, danke fürs Teilen. Es sind nicht mehr so viele. Es sind ungefähr so 15-20%, die so ein langes Video noch zu Ende schauen. Und das sind ja wirklich die Menschen, die dann halt wirklich auch sich die Zeit nehmen, so ein langes Video bis zu Ende zu sehen. Es ist bei YouTube nicht so viel. Aber immerhin 10-20%, das ist auf anderen Kanälen wesentlich weniger. Mhm. Ihr seid da, was das angeht, sehr, sehr leid geprüft mit langen Videos. Und dafür einen besonderen Dank an diese 10-20%. Die 10-20%. Gut, na dann verabschieden wir uns. Gut, tschüss. Ciao.